Liebe Heidegger Reisegäste, wenn Sie möchten, nehme ich Sie heute wieder mit auf eine kurze Reise. Es geht nach Wien. Wir werfen einen Blick in eines der schönsten Museen der Welt, sprechen über einen spektakulären Kunstraub und beginnen mit einer Hochzeit ohne Bräutigam. Als 1570 Isabel von Österreich den französischen König heiratet, ist der bei der Hochzeit selbst gar nicht dabei, sondern lässt sich von Erzherzog Ferdinand von Tirol vertreten. Zum Dank dafür, dass er den Bräutigam bei der Hochzeit vertreten hatte, bekam Erzherzog Ferdinand von Tirol vom König einen Salzstreuer geschenkt. Aber natürlich nicht so einen, sondern einer, der heute mit 50 Millionen Euro versichert ist. Es ist die berühmte Saliera von Benvenuto Cellini. Die Saliera ist die einzig erhaltene, gesicherte Goldschmiedearbeit Cellinis und entstand 1540 in Paris für König Franz I. von Frankreich. Doch am 11. Mai 2003 kommt es im Kunsthistorischen Museum zu einem spektakulären Kunstdiebstahl. Die Saliera wird entwendet. Um 3.55 Uhr schlägt der Bewegungsmelder Alarm, doch niemand reagiert. Und erst um 8.20 Uhr entdeckt der Oberaufseher den Einbruch. Erst 3 Jahre später wird der Dieb gefasst, die Saliera taucht wieder auf und kehrt zurück ins Kunsthistorische Museum. Dort ist sie heute im prunkvollen Rahmen neben antiken Skulpturen und einigen der berühmtesten Gemälden der Welt zu erleben. Und wer sich vom vielen Schauen erholen möchte, der findet Platz im für mich schönsten Museumscafé der Welt. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen auf Wien, eine Stadt, die wir bei Heidegger immer wieder im Programm haben. Und mit diesen Impressionen möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut!